So, herzlich willkommen. Ich hoffe, man sieht mich gut, man hört mich gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Über 400 Leute warten hier an einem Tag, wo eigentlich alle das Gleiche erwarten, aber trotzdem könnte es zu einer kleineren Bewegung, vielleicht sogar zu einer größeren Bewegung kommen. Erstmal bei in den Chat, herzlich willkommen. Ihr wart schon aktiv. Hausi, vielen lieben Dank schon mal für die Unterstützung im Voraus. Wäre nicht nötig gewesen, aber vielen lieben Dank. Schreibt mal gerne rein, ob ihr mich gut seht, gut hört. Sollte aber alles funktionieren. 15 Minuten sind es noch, dann kommt die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank. Wird wahrscheinlich keine große Überraschung geben, aber die Dotplots werden interessant. Werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen und in 15 Minuten bekommen wir die. Ich weiß auch noch nicht, ehrlich gesagt, ob wir die PK und ob wir uns die PK antun sollen heute mit Jerome Powell. Könnt ihr ja gleich auch nochmal in den Chat schreiben oder wir machen gleich eine Umfrage. Ich weiß nicht, ob man sich das noch geben kann. Er wird genau das Gleiche erzählen wie beim letzten Mal auch. Wird sich, glaube ich, jetzt nicht viel verändert haben in der Zwischenzeit. Bitcoin steht aktuell bei 64.000 US-Dollar. Es gibt auch spannende News zu Ethereum. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die SEC teilt wieder aus oder möchte wieder austeilen. Stichwort Security, Stichwort Wertpapier. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Einen Tag nachdem BlackRock Ethereum nutzt, kommt diese Meldung. Bin schon gespannt, was daraus wird, ob die SEC nochmal verliert in Sachen Krypto, ob sie sich das nochmal antun möchten. Es scheint zumindest so. Heiko, herzlich willkommen. Erstmal liken, Mädels. Ja, lass gerne auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da. Das unterstützt hier den Stream. Da freue ich mich drüber, wenn ihr kurz mal einen Daumen nach oben da lasst. Ich habe hier auch schon den 1-Minuten-Chart. Ihr habt auch den Countdown hier, 13 Minuten noch und dann werden wir die Dotplots bekommen und ein paar Informationen mehr. Die Zinsen werden vermutlich auf diesem Niveau bleiben. Auch beim nächsten FOMC-Meeting 92% Wahrscheinlichkeit am 1. Mai, dass da jetzt nicht viel passieren wird. Bin mal gespannt. Meint ihr, wir bekommen überhaupt Volatilität heute rein? Ich gehe aktuell eigentlich gar nicht davon aus. Es sei denn, irgendwie in den Dotplots ist irgendwas, was so komplett irgendwie unerwartet wäre. Aber sonst dürfte eigentlich keine wilde Entwicklung passieren. SEC steht auf Schmerzen, ja. ETH-Meldung ist alt, aus Februar? Nee. Also die Meldung gab es so nicht. Erstmal hat Coindesk darüber berichtet, dass die Ethereum Foundation jetzt untersucht wird. Und dann gab es auch noch einen Bericht hier vom Fortune, die sagen, dass seit Ethereum auf Proof of Stake umgestellt worden ist, dass es da sozusagen so eine Kampagne gerade bei der SEC gibt, wo ja das Ganze vorbereitet wird, indem man halt versucht, Ethereum als Wertpapier zu klassifizieren und alle oder viele Unternehmen, die dann auch in Verbindung zu Ethereum stehen, wurden da auch schon angeschrieben, vorgeladen etc. Gibt noch nicht sehr viele Informationen darüber, aber schon ziemlich interessant, weil wir haben gestern noch die Meldung bekommen, dass ja BlackRock, ich habe es auf Twitter auch gepostet, genau hier. BlackRock legt tokenbasierten Vermögensfonds auf der Ethereum-Blockchain auf. Und einen Tag später kommt diese Meldung. Und man darf halt nicht vergessen, auch BlackRock hat ja einen ETF-Antrag gestellt. Und sie haben bis jetzt einen Rekord von 576 zu 1, glaube ich. Also nur einmal ein Antrag abgelehnt worden von BlackRock. Und sie haben eigentlich einen sehr guten Draht zu SEC. Deswegen ist es schon ziemlich interessant, dass das jetzt so ein bisschen jetzt durchsickert. Die SEC hat dazu auch noch kein Statement abgegeben. Bin gespannt, ob jetzt sozusagen die zweite Ablehnung für BlackRock kommen würde, dann Ende Mai. Heute kamen noch so ein paar Meldungen rein, dass die Entscheidung bezüglich einiger Anträge verschoben wurde, aber das war auch keine große Überraschung. Aber das ist schon ziemlich interessant, dass hier Gary Gensler und die SEC hier vorweggehen nochmal und sagen: Nee, Ethereum ist ein Wertpapier und da gibt es wohl eine ja, akribische Kampagne, dass das auch dann durchgesetzt wird. Ob das dann aber wirklich so durchgeht, das sei mal so dahingestellt. Wir haben schon in der Vergangenheit gesehen, die SEC hat sehr viele Fälle verloren. Und wenn es wieder zu einem solchen Fall kommt, und das war ja auch immer wieder das Argument bei Ethereum, warum die Wahrscheinlichkeit geringer ist, weil bei Bitcoin hatten wir ja den Grayscale-Fall zwischen Grayscale und der SEC, wo Grayscale gewonnen hat. Und deswegen ist ja die Wahrscheinlichkeit gestiegen. Und bei Ethereum haben wir so einen Fall nicht und keinen richterlichen Beschluss sozusagen. Da könnte es in der Zukunft deshalb spannend werden. Entscheidend ist die Pressekonferenz, wo es hingeht. Ja, ich glaube, heute ist es, glaube ich, spannender. Die Dotplots werden heute am interessantesten. Das sind hier diese
Diese Grafik hier, das ist hier noch vom Dezember, das passiert einmal im Quartal. Ein Punkt ist ein FOMC-Mitglied und die geben dann ihre Prognosen ab, wo die Zinsen zum jeweiligen Jahr stehen werden. Und wenn es hier so große Verschiebungen gibt, dann könnte der Markt das halt entsprechend dann einpreisen und dann könnte es zu ein paar Bewegungen kommen. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass Jerome Powell heute irgendwas durchsickern lassen wird. Der wird seine Schallplatte wieder auflegen, die er schon die letzten Male ja abgespielt hat, immer wieder das Gleiche sagen, wir müssen auf Daten warten, wir sind noch nicht 100% zuversichtlich, dass die Inflation auf 2% fällt, etc. pp. Und dann wird er eine Stunde reden und im Endeffekt nichts Neues sagen. Maximale Spannung mit dem Timer. Ja, letzten Male kam immer wieder die Frage, wann kommt die Entscheidung, wann ist es soweit? Jetzt habe ich mal einen Timer reingepackt. Aber wie nehmt ihr denn die aktuelle Bewegung wahr? Ich habe es auch auf Twitter schon einmal gefragt gehabt. War das gestern, vorgestern? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier, Hand aufs Herz. Freut ihr euch gerade oder seid ihr eher nervös in der aktuellen Bewegung? Wir sind ganz klar jetzt hier seit diesem Allzeithoch vom 14. März in einer Abwärtsbewegung. Immer wieder so, ja, Gegenbewegung, aber die Struktur wird halt nicht gebrochen. Wir sind jetzt hier in die Spitze, ja inzwischen sogar mehr als 11.000. Wir haben ja nochmal ein tieferes Tief hingelegt. Wir sind gestern übrigens auch, oder beziehungsweise heute, auf das Niveau gefallen, was wir uns gestern im Video angeschaut haben mit dem Liquidierungsbereich. Genau hier die Liquidität abgeholt, aber knapp 13.000 US-Dollar nach unten jetzt. Also schon eine ordentliche Korrektur für den Bullenmarkt, jetzt vielleicht nichts Außergewöhnliches, aber wenn es hier nochmal weiter runtergehen sollte, vor allem auch dieses Tief hier nochmal rausgenommen werden sollte, dann könnte es nochmal ein bisschen ekliger werden oder halt auch schöner für diejenigen, die nochmal nachkaufen möchten. Ich bin nervös, habe mal nachgekauft. Ich glaube, das ist auch wirklich gerade 50-50. Ne? Viele freuen sich, dass sie nochmal nachkaufen können, viele warten vielleicht auch noch ein bisschen und viele sind aber trotzdem auch komplett nervös, weil sie entweder neu eingestiegen sind oder halt auch zu viel reingebuttert haben. Und ich habe es euch immer wieder gesagt, dass wenn man auf Social Media etc., YouTube, egal wo sich das angeschaut hat, jeder war sich irgendwie gefühlt einig, in einer Woche sind wir schon gefühlt bei 100.000 US-Dollar. Und so läuft das Spiel halt nicht. Wenn jeder der Meinung ist, es geht nur noch nach oben, dann kommt auch mal die Gegenbewegung. Und wenn der Markt nervös wird, dann verkaufen sie natürlich dann auch eher. Habe ich euch ja auch jetzt öfter schon Daten zugezeigt, wie vor allem die kurzfristigen Investoren im Verlust oder sogar natürlich dann auch teilweise im Profit verkaufen, aber die bekommen dann schwache Hände, die im Verlust verkaufen. Genau. Was sagst du zu Bitwarbo? Genau, das Thema können wir auch nochmal anschneiden. Die Frage kam auch jetzt schon öfter. Also erstmal, für Bestandskunden ändert sich gar nichts. So wie ich, also meine Informationen sind so, dass es nur temporär so ist, dass jetzt aktuell keine deutschen Kunden mehr aufgenommen werden, weil sie regulatorisch etwas umstellen möchten. Wie lange das dauert, kann man, glaube ich, nicht sagen, aber ich glaube, für die Bestandskunden ändert sich nichts. Ich bin immer noch der Meinung, Bitwarbo ist einer der besten Spotbörsen aktuell, vor allem was die Gebühren angeht etc. Generell aber trotzdem, keine Börse bietet euch 100% Sicherheit. Ne? Also holt euch eine Hardware-Wallet, packt die Coins darauf, und dann habt ihr keine Kopfschmerzen. Ist leider sehr schade, dass das jetzt erstmal nicht mehr geht. Aber ich bin da zuversichtlich, dass das wieder bald möglich sein wird. Aber das Wichtigste für Bestandskunden, ändert sich nichts. Ihr könnt da ganz normal handeln, einzahlen, auszahlen. Es ändert sich einfach nichts. Und könnte man sogar als gutes Zeichen sehen, dass man da jetzt bestrebt ist, dann auch ja, die BaFin zufriedenzustellen. Genau. Coinbase noch sicher? Coinbase ist auch sicher. Also da denke ich auch, ist man auf jeden Fall bei einer seriösen Börse, aber auch da gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Vendetta einfach nur Legende. Ist er aber wieder da? Das ist überlesen wahrscheinlich. Ah, Quantum müsst ihr jetzt verkaufen, sagt er ja. Nichts anderes erwartet. Nichts anderes erwartet. Wie kann man das Coinbase Premium auf TradingView anzeigen? Du gehst einfach hier auf Indikatoren und dann suchst du nach Coinbase Premium. Und dann gibt es verschiedene. Ich nutze hier diesen hier, Coinbase versus Binance. Bybit, Bitcoin Spot Premium, das nutze ich. Gibt aber verschiedene, könnt ihr euch mal anschauen. Aktuell immer noch im negativen Bereich. So, 5 Minuten noch. Was denkt ihr denn, was passiert?
Schreibt mal eure Prognosen rein. Passiert gar nichts. Sehen wir einen Pump, sehen wir einen Dump. Gehen wir mal in den Minutenchart. Wo findet man die Dotplots auf der FOMC-Seite? Ja, die wird auf der SEC, nicht SEC, FED, die FED veröffentlicht das, aber ich glaube, auf Bloomberg oder auf Twitter findet man das sogar schneller. Ich werde es euch gleich aber auch zeigen. Nix, nix. Ja, viele gehen davon aus, dass nichts passiert. Schön, dass ihr aber trotzdem da seid. Wir nutzen ja auch immer diese Events, auch wenn nicht viel passiert, einfach mal so als Anlass für einen Livestream, weil ich mache eigentlich lieber Videos und ab und an ein Livestream tut halt auch immer gut. Macht Spaß. Robin ist auch am Start. Bestimmt wieder ein Nothing Burger. Ja, wahrscheinlich. Die Rede ist viel wichtiger. Ich mache jetzt eine Umfrage. Wollt ihr die, wo sollen wir uns die PK anschauen oder nicht? Sollen wir uns die Jerome Powell PK gemeinsam anschauen? Ach, nicht Fragerunde, sondern Umfrage. Ja, nein, ihr entscheidet. Ich würde das aber so oder so nicht, glaube ich, bis zum Ende durchziehen. Aber so ein bisschen reinschauen können wir schon. Ich glaube halt, nee, wieso nicht, schreibt schon Christian, wieso nicht, weil also er wird nichts Neues sagen. Er ist wie so eine kaputte Schallplatte und erzählt immer wieder das Gleiche. Okay, ihr wollt sie sehen, dann schauen wir uns das an. Was wäre positiv? Zinssenkung oder Erhöhung? Senkung wäre positiv, aber es wird heute nicht passieren. Kann ich Coinbase Premium auch auf Kraken anzeigen lassen? Habe es letztens nicht gefunden. Meinst du auf Kraken auf der Plattform im Chart? Wahrscheinlich nicht. Ich denke nicht. Hast du Spot-Gewinne mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Habe ich gestern auch im Video nochmal komplett transparent euch erklärt, wie ich vorgehe aktuell in der Phase, wo ich persönlich wieder einsteigen würde. Und warum ich auch Spotgewinne noch nicht mitgenommen habe, weil ja auch meine Future-Position seit 39.000 US-Dollar läuft. Senkung im Juni, ja, das ist aktuell Base Case. 60% Wahrscheinlichkeit aber auch nur, ne? Also Juni oder Juli wird es dann. Wieso gehen alle davon aus, dass Senkungen positiv sind? Zeig mal das auf dem Chart, dass bei den Senkungen erstmal alles runtergeht. Ja, da musst du aber dir nochmal vor Augen führen, warum wurden die Zinsen gesenkt? Meistens wurden die Zinsen gesenkt als Reaktion auf eine wirtschaftliche Misslage, auf eine Rezession und sonstiges. Und da performen die Märkte natürlich schlecht. Wenn die Fed diesmal schlau ist und proaktiv agiert, dann dürfte man eigentlich davon ausgehen, dass es nicht passiert. Kommt immer so auf die Kausalitätskette an. Drunken Master, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Hi Fokan, was denkst du, die lange Lösung der Bullrun noch? Oder denkst du, er ist vorbei? Nee, ich glaube nicht, dass der Bullrun vorbei ist. Wir haben uns ja dazu auch schon vor allem On-Chain-Daten angeschaut. Natürlich kann es jetzt zu einer Korrekturphase kommen. Wir haben uns ja auch in den letzten Wochen immer dieses Mid-Top-Szenario angeschaut, das immer wieder in einen Bullenmarkt kam. Und das könnte jetzt eben der Fall sein, dass wir innerhalb eines Bullenmarkts so einen Zwischentop erleben. Aber beispielsweise haben wir noch nicht gesehen, dass langfristige Investoren irgendwie in großen Stile Gewinne mitgenommen hätten. Also viele Daten sprechen nicht dafür, dass jetzt irgendwie der Bullrun vorbei ist. Und diese Korrektur, die wir jetzt in dieser Phase sehen, ist auch nichts Außergewöhnliches für einen Bullrun. Sollten wir jetzt irgendwie auf die also bis 52.000, bis 50.000 US-Dollar, bis 48.000 US-Dollar wäre alles fein, meiner Meinung nach. Wenn es darunter noch geht, dann müssen wir natürlich drüber sprechen, okay, woran liegt es vor allem? Sind die traditionellen Märkte vielleicht auch unter Druck oder marschiert einfach Bitcoin alleine runter? Dann müsste man die Situation halt neu bewerten. Aber jetzt gerade sieht es noch nicht danach aus. Wichtig wäre mal ein Video zur Erklärung der Grayscale-Thematik. Was meinst du genau? So, noch 30 Sekunden. Nee, noch 5 Sekunden.
Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Also keine Überraschung. Genau, die Zinsen bleiben auf dem Niveau. Jetzt müssen wir noch die Dotplots finden. Wie reagiert der Kurs? Erstmal positiv. S&P 500 schießt hoch. Warum auch immer. Vielleicht wegen den Dotplots. Ich muss sie jetzt einmal raussuchen. So, Median. Okay, das ist eigentlich nicht so positiv. Mal schauen, ob der Markt darauf reagiert, weil aus den Dotplots geht hervor, Medianrate für 2025 ist von 3,9 auf 3,6% gestiegen, wobei man auch sagen muss, das war vielleicht so ein bisschen erwartet. Ich suche jetzt noch die Grafik. Aber der S&P reagiert auf jeden Fall direkt erstmal positiv. Da sind die Dotplots. Das sind die Dotplots hier. Also für 2024 ist Median hier bei 4, unter 4,75%. Für 2025 ist unter 4%, diese 3,9. Wie war es vorher? Schauen wir das uns an. Hier ist es. Genau. Da hat sich nicht wirklich viel geändert. Für 2025 ist das Ganze so ein bisschen hochgerutscht, aber das war auch so ein bisschen erwartet. 2026 war Median, wir haben vier Stellen, 3,1, 3,2, ja, knapp über 3,1%. Also auch keine große Überraschung, würde ich sagen. Vielleicht ist keine negative Überraschung eine gute News. Hier ist auch das Statement. So, aus dem Statement geht wieder hervor, wir brauchen noch mehr. Ja, er wird genau das Gleiche sagen, also auch schon im Statement. Wir brauchen noch mehr Zuversicht, dass die Inflation runterkommt, um die Zinsen senken zu können. Sie haben für 2025 einen Rate Cut rausgenommen als Prognose. Und wir werden dieses Jahr wahrscheinlich drei Stück bekommen. Das sagt zumindest die US-Notenbank. Was ist aktuell eingepreist? Ja, ak auch genau drei Stück. Schon krass. 2700 Leute. Ja, herzlich willkommen an alle. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und auch gerne auf jeden Fall auch ein Abo, falls ihr neu hier seid. Ich fasse wie immer für euch die aktuellen Geschehnisse hier zusammen. Normalerweise in Videos und manchmal auch in Livestreams. So, der S&P auf jeden Fall mit einer positiven Reaktion darauf. This seems to be the key line in the FOMC statement. The committee is not expect. Also, Bloomberg sagt hier gerade, Kernaussage Nummer 1 ist gerade, das Komitee erwartet nicht, jetzt gerade halt die Zinsen zu senken und braucht mehr Zuversicht, dass die Inflation auf 2% fällt. Ich versuche das für euch zusammenzufassen. So. Was schätzt du, wo die Korrektur bis Bitcoin hinlaufen könnte? Schwierig. Also ich habe gestern darüber ein Video gemacht. Wir haben erstmal das erste Level jetzt hier erreicht. Genau darüber haben wir gestern noch gesprochen. Die nächsten Level wären halt hier bei 57.000 US-Dollar und dann bei 52.000. Und ab 52.000 würde ich wahrscheinlich auch wieder Spot einkaufen. Das ist so für mich persönlich der Bereich. So, die Kernaussagen können wir uns anschauen. Hier sind die wichtigsten Punkte aus der Entscheidung der US-Notenbank. Federal Reserve zu den Zinssätzen und den Wirtschaftsprognosen am Mittwoch. Erstens, Dotplot-Zinsprognosen. FOMC zeigen, dass der Median
Viertelsenkung erwartet. Dreiviertelprozentige Senkung für 2024. Also drei Zinssenkungen, ähnlich wie in der vorherigen Prognose. Jedoch steigt die Medianprognose für 2025 auf 3,9. Das FOMC hat einstimmig beschlossen, den Leitzins unverändert. Das ist auch keine Überraschung. Identische Erklärung, dass beim FOMC nicht erwartet, die Zinsen zu senken, bis größeres Vertrauen hat, dass die Inflation nachhaltig auf 2% steuert. Auch das ist nichts Neues. Die Medianprognose für die PCE-Inflation, also das ist ja der wichtigste Inflationsindikator, bleibt für 2024 unverändert, 2,4%. Core-PCE um 0,2% gestiegen, die Prognose. Wachstumsprognose, Wirtschaft auch gestiegen. Also Sie sehen keine Probleme in der Wirtschaft aktuell. Langfristige Median ist 2,6% anstatt 2,5%, ist jetzt auch kein großer Unterschied. Was macht der Kurs so lange? Also S&P 500 reagiert auf jeden Fall sehr, sehr positiv drauf. Ist natürlich auch der 1-Minuten-Chart nur. Das darf man nicht vergessen. Genau, und was die Bilanzsumme betrifft, ändert man jetzt auch nichts. Also die quantitative Straffung, maximal 60 Milliarden Staatsanleihen und 35 Milliarden hypothekenbesicherte Wertpapiere werden rausgenommen. Ja. Das können wir mal so posten. Wann genau findet die PK statt? Sollen wir wieder einen neuen Counter machen? Um halb, um in 25 Minuten. So. So. Mittleren Zins, ja, 0,1% höher. Ich glaube, der Markt reagiert jetzt so ein bisschen positiv, wobei das auch keine Riesenbewegung ist, ne? Wenn wir jetzt hier auf den 5-Minuten-Chart gehen oder 15. Ja. Ja, schon neues Hoch auf jeden Fall beim S&P, ne? Ist das sogar ein neues Allzeithoch gerade? S&P. Gehen wir mal richtig in den S&P. Ja, tatsächlich, neues Allzeithoch beim S&P 500 nach der Meldung. Okay, also dann doch nicht so schlecht. Mal schauen, ob die erste Bewegung wieder die falsche Bewegung ist. Das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen. First Move, Wrong Move. Allzeithoch auch beim Dow Jones, okay. Jetzt läuft es auch direkt wieder zurück. Über uns ist auch viel Liquidität. Ja, die Liquidität sieht aktuell wie folgt aus. Unter dem Tief von heute ist ein bisschen Liquidität bei 60.650. Und ja, natürlich über uns. Sehr viele Short-Positionen sind dazugekommen. Angefangen wird hier mit den Short-Liquidierungen bei knapp über 69.000 US-Dollar. Und dann haben wir noch bei einem neuen Allzeithoch bei über 74.000 nochmal viele Liquidierungen. DAX auch? Echt? Nee, DAX ist kein neues Allzeithoch. Nee. DAX ist hier. Allzeithoch war der alte, ja. Steht auf jeden Fall knapp davor. Falscher Chart. So, hier wieder der Minutenchart. Wann findet die PK der FED statt? 20:30, 19:30, sorry. 20:30 war vor der Zeitverschiebung. Wenn wieder bei uns die Zeit. Ey, die Cam hängt. Okay. Moment. Ist irgendwie in letzter Zeit komisch. Die Cam hängt einfach. Uff. So, da sind wir wieder. Cam hängt, danke fürs Hinweisen. Läuft wieder. Genau, wenn die Zeiten wieder bei uns umgestellt werden, dann haben wir wieder mal das Opening um 15:30 Uhr, wenn die ETFs an den Start gehen und dann auch solche Entscheidungen um 8 Uhr und 8:30 Uhr wieder. Genau, das können wir hier auch mal machen. So. Was ist PK-Pressekonferenz?
78% will das sehen. Okay, dann schauen wir uns das auf jeden Fall an heute. Wird die Liquidität M2 wieder angezogen? Kannst du bitte den entsprechenden Chart zeigen? M2 Money Supply können wir mal kurz uns anschauen. Aber generell die Bilanzsumme der Fed wird weiterhin verringert. Also da wird gerade nichts dran geändert. Ist so gerade so ein bisschen am Stagnieren. So sieht es gerade aus. Steigt nicht wirklich, sinkt aber auch nicht. Wenn wir ein bisschen mal hier zurückgehen, dann werden wir auch sehen, dass komplett, ja, vor allem hier. Hier sind wir gerade. Ist so ein bisschen jetzt so liegen geblieben seit, ja, über einem, ja, so einem Jahr genau. Auf gleichem Niveau. Und nur eine Frage der Zeit, bis wir auch da wieder neue Hochs machen, neues Geld ins System gepumpt wird. Kannst du mal zeigen, wo man den kompletten Bestand des GBTCs sieht? Ja, da gibt es verschiedene Dashboards. Ich nutze da den von CryptoQuant. Kann ich dir auch sofort zeigen. So, hier. Da liegen aktuell noch 378.000 Bitcoin. Ja. 378.000 Bitcoin liegen noch drin. Was passiert jetzt? Was ist der Stand? Keine große Überraschung, keine Zinsänderung. Die Prognosen wurden ein bisschen angehoben für die Inflation, für die nächsten Jahre vor allem. Dieses Jahr sollen die Zinsen dreimal gesenkt werden. Das erwartet aber auch der Markt. Es scheint so gerade so ein bisschen der Fall zu sein, keine negative News ist eine gute News für den Markt. Und deswegen sehen wir gerade beim S&P 500 oder ja, haben wir es jetzt gerade erlebt, dass wir ein neues Allzeithoch erreicht haben. Ist da überhaupt Volumen? Generell gesehen ist auf jeden Fall wieder Volumen im Markt. Ich hatte dazu auch gerade noch einen Chart hier. Schaut euch das mal an. Hier im März nochmal höheres Spot-Volumen vor allem auf den zentralisierten Börsen. Aber bei weitem noch von dem entfernt, was wir beim letzten Peak gesehen haben, 2021. Aber auf jeden Fall der höchste Stand hier seit, ja, ist das hier höher? Ja, ungefähr Januar 2022, Dezember 2021, so um den Dreh. Also ist schon auf jeden Fall Volumen mit dabei. Was war das für ein Dump auf einer Börse, wo Bitcoin für 8.000 angeboten wurden? Das war auf BitMEX. Das kann immer wieder mal passieren, vor allem bei illiquiden Börsen, wenn dann einer, das war natürlich schlecht für den, der da verkauft hat, zu viel auf einmal verkauft und die Orderbücher leer sind, dann kann der Preis auf einer Börse mal schnell auf 8.000 Dollar fallen. Da gab es anscheinend Leute, die noch ganz alte Limit-Order drin hatten und die wurden dann schön gefillt. Wir hatten das in der Vergangenheit immer wieder. Wir hatten das auf Kraken sehr oft in der Vergangenheit, bei Ethereum, bei Bitcoin teilweise auch. Da gab es sogar teilweise dann so Strategien, einfach mal Limit-Order. Keine Ahnung, könnte man jetzt bei Bitcoin 10.000 US-Dollar Limit-Order rein und wenn dann mal irgendjemand aus Versehen zu viel auf einmal verkauft, kriegt man vielleicht was ab. Coinbase Premium immer noch negativ, ja. Vor allem, wenn man ein bisschen aus dem Chart hier rausgeht, da werdet ihr es sehen. Also weiterhin Verkaufsdruck, wobei das jetzt auch so ein bisschen nachlässt. Könnte hier vielleicht jetzt mal die nächsten Tage ins Positive rutschen. Wir müssen aber auch sagen, wir haben weiterhin negative Zuflüsse, also Abflüsse aus den ETFs in den letzten Tagen gesehen. Wann würdest du einen neuen Trade starten? Also wenn ich jetzt keinen offen hätte, hätte ich wahrscheinlich schon diese Zonen genutzt, die ich in den letzten Videos euch auch immer wieder gezeigt habe. Hier, wir hatten hier noch ein FIB Retracement Level und hier die Liquidierungszone, die ich euch gestern gezeigt habe. Das wäre natürlich ein Hammer-Einstieg hier gewesen. Da hätte man den Stop-Loss ins Profit stellen können. Ich habe jetzt keine neue Position mehr eröffnet in dieser Zeit, weil meine Position ja auch schon jetzt seit 39.000 US-Dollar läuft und die lasse ich auch erstmal laufen. Vorgang, was hat das mit dem Premium auf sich? Premium bedeutet einfach die Differenz zwischen dem Coinbase-Spotpreis und Binance-Spotpreis und daraus lässt sich halt ableiten, wie hoch die Nachfrage über die US-Märkte ist. CryptoQuant sagt Coinbase positiv, oder? Müsste ich nochmal separat schauen, aber normalerweise ist dieser Indikator eigentlich richtig.
Genau. So, sehen wir jetzt das? Was meint ihr? Das ewige Spiel. Erste Bewegung, die falsche Bewegung, und dann geht es in die andere Richtung. Das klassische Spiel. Was meint ihr? Denkst du, die Rallye wird nach oben weitergehen? Ich denke schon. Ich denke schon, wenn die Korrektur abgeschlossen ist. Ich denke nicht, dass der Bullenmarkt vorbei ist. Dafür müsste der traditionelle Markt irgendwie auch in die Richtung dann spielen. Wenn irgendwie der traditionelle Markt dann irgendwie seinen Top bildet und dann in eine Korrektur reinfällt, dann würde ich sagen, okay, jetzt wird es gefährlich. Aber ihr habt es gerade gesehen, S&P 500 neues Hoch erzielt. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum jetzt Bitcoin über einen längeren Zeitraum abverkauft werden sollte, solange die ETF-Inflows dann auch vielleicht irgendwann wieder zurückkommen. Hat so ein bisschen nachgelassen, GBTC-Outflows haben wieder zugenommen. Jetzt müssen wir das einfach beobachten, ob das jetzt nur kurzfristige Entwicklungen sind oder ob sich daraus dann halt so ein Trend entwickelt. Hey Fukan, glaubst du, dass Coins wie Mana, XRP oder Polkadot nochmal Allzeithochs erreichen können oder werden nur Hype-Coins ihr AI pumpen? Kann ich dir echt nicht sagen. Erstmal vielen Dank für deine Unterstützung. Kann ich dir echt nicht sagen. Also schwierig. Viele Coins aus den vergangenen Zyklen immer haben halt ihre Allzeithochs halt nicht erreicht. Schwierig. Meistens kommt es dann auch leider immer so. Aber ich bin auch in den Projekten jetzt nicht so wirklich up to date, dass ich sagen könnte, okay, ich habe da jetzt eine fundierte Meinung zu. Und was wir nicht vergessen dürfen, diese Bewegung ist auch absolut gesund, ne? Wenn man sich anschaut, hier Coinbase, nicht Coinbase Premium, Funding, Premium generell über die Future-Märkte ist wieder zurückgelaufen, Open Interest ist zurückgelaufen. So, der Markt hat sich auf jeden Fall abgekühlt. Und genau das haben wir auch gebraucht. Jetzt wird halt die Frage sein, können wir durch diese Abkühlung jetzt einen neuen Anlauf starten? So, noch 13 Minuten, dann startet die PK. Lasst gerne in der Zwischenzeit nochmal einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Haben die 72.000 geknackt übrigens hier auf dem Kanal. Sehr cool. Im Newsletter warst du super bearish. Diese Analysen kommen ja nicht von mir. Das dürft ihr nicht vergessen. Bei Makrovision. Das ist auch das Ziel von Makrovision, weil meine Einschätzung teile ich ja hier schon in den Videos. Da sollt ihr nochmal andere Einblicke bekommen. Und super bearish fand ich jetzt auch die Einschätzung nicht. Wir haben ja auch genau diese Bewegung nochmal nach unten gemacht jetzt erstmal. Tolle Analysen immer wieder. Vielen Dank dafür. Danke, Loda. Von wem sind die Analysen? Wir haben extra noch einen zusätzlichen Analysten bei uns im Team, der sich komplett darauf konzentriert. Wieso ist ein hohes Open Interest ein Zeichen für Überhitzung? Wenn viele Leute kaufen, steigt der Preis und das Open Interest steigt ja logischerweise mit an. Ja, vor allem über die Future-Märkte, wenn zu schnell zu viele Positionen geöffnet werden, ist ein Indiz dafür, dass einfach zu viel Hebel im Markt ist. Und das ewige Spiel, alle können reich werden. Nee, jeder kann reich werden, aber halt nicht alle. Wenn der gesamte Markt in eine Richtung eingestellt ist und positioniert ist, kommt meistens dann die Gegenbewegung. Weil dann das Potenzial dann auch einfach da ist. Ne? Kleine Gegenbewegungen, die Long-Positionen werden ausgespielt, liquidiert. Und die Liquidierungen sorgen ja dann auch nochmal für zusätzlichen Verkaufsdruck durch den Long-Squeeze. Scheint aber erstmal jetzt so die Luft raus zu sein. Der Marktpreis aber immer noch ein bisschen mehr ein, als die Fed hier selber prognostiziert, ne? Also 75 Basispunkte sagen sie ja für dieses Jahr selber.
Bisschen mehr. Ist das für ein Foto? Okay. Kippt Monero auf 10.000, ja, weiß ich nicht. Ich, schon ein bisschen weit entfernt. Welche ist deiner Meinung nach die beste Hardware-Wallet? Ich nutze den Ledger. Ledger Nano X. Und hatte bislang noch keine Probleme. Und solange sich irgendwie jetzt nichts mit irgendwelchen Richtlinien, KYC oder irgendwelchen Verifizierungen da ändert, werde ich das auch weiter nutzen. Falls sich irgendwas ändern sollte wegen EU-Regulierung oder sonst was, kann man immer noch umsteigen. Brauchst ja nur deine Seed-Wörter und dann kannst du dann mit diesen einfach ja, deine Keys auf einem neuen Hardware-Wallet auch einspielen. Oder auch einfach die Coins dann transferieren. Ich mag die Software Ledger sehr. Ja, ich finde, ich benutze das halt auch schon seit Jahren. Deswegen lasse ich das auch erstmal so. Hi, was ist genau deine Meinung jetzt? Was passiert um 19:30 Uhr und welche Auswirkungen können wir erwarten? Ich glaube, Jerome Paul, also ich hatte ja eingangs des Streams gesagt, dass ich bin mir unsicher, ob wir das uns überhaupt anschauen sollen. Ich bin der Meinung, Jerome Paul wird das wiederholen, was er die letzten Male immer wieder gesagt hat. Wir müssen warten, dass die Daten uns mehr Bestätigung geben, dass die Inflation zurückläuft. Wir sind noch nicht 100% sicher. Die Inflation kann nochmal anziehen. Deswegen sind Rate Cuts noch nicht angebracht. Wir werden die Daten begleiten müssen. Bla bla bla. Genauso wird es gleich auch ablaufen. Dann werden noch irgendwelche Fragen kommen, die sich wieder ähneln werden und er wird wieder nichts Neues sagen. Das ist meine Prognose. Wieso raten hier alle von ETH ab? Ist das so? Ja, heute gab es auf jeden Fall ein paar negative News zu ETH. Kannst du mal Dotplot zeigen, bitte? Ja, Dotplot sieht aktuell so aus. Vorher sah der so aus. Kannst gerne Stopp kurz drücken und dir das dann anschauen. Bist du in Meme-Coins investiert? Nein. Investiert auf jeden Fall niemals, nee. Also Spot würde ich sowas auch nicht kaufen. Weil bist ein Meme-Coin, also du würdest das ja im Idealfall dann irgendwie über die Spot-Märkte dann steuerfrei verkaufen. Ein Jahr hält das Ganze, glaube ich, nicht. Ein Jahr hält das, glaube ich, nicht. So ein Meme-Coin-Hype. Es sei denn, du erwischst wirklich den, der dann irgendwie. Also das ist ja dann einer oder maximal zwei, drei, die sich länger halten können. Alle, keine Ahnung, Shiba Inu, Pepe oder sonst irgendwas. Alle anderen sind ja innerhalb von 2, 3 Monaten wieder weg vom Fenster. Man kann es traden, aber es ist halt komplett Gambling für mich, aus meiner Perspektive. Ihr müsst euch nur mal vor Augen führen, ich glaube, das wissen halt die wenigsten, wie einfach es ist, eigene Token zu generieren. Ihr braucht eigentlich nur euch ein 10 Minuten Tutorial anschauen. Solana Meme Coin Tutorial, wie man den erstellt. Und dann werdet ihr dann auch so ein Gefühl dafür bekommen, wie wenig Wert dahinter steckt. Das Gute ist aber an Meme Coins, das muss man auch sagen, im Gegensatz zu anderen Altcoins verspricht man da nichts. Man sagt ganz klar, okay, das ist hier einfach nur Meme. Hat nichts, wir werden hier nichts liefern. Kauft oder kauft nicht. Und die Leute stecken dann ihr Geld da rein. Da werden zumindest keine leeren Versprechungen gemacht. Ja, Casino, absolut. Im Casino werden auch ein paar Leute reich, aber die meisten verlieren halt, ne? Nutzt du mehr TradingView oder Velo? Kannst du Unterschiede vor? Bei Velo hast du bessere Daten nochmal, andere Indikatoren, Open Interest, Premium, Funding etc. Ich nutze halt beides, aber Charting hauptsächlich mache ich bei TradingView. Kannst du mal die Heatmap zeigen? Ja, die Heatmap sieht aktuell wie folgt aus. Hier ist jetzt auch noch mal ein bisschen was bei 66. Können auch noch mal kurz das Ganze noch mal neu laden. So sieht das aktuell aus.
Ist die Kamera wieder stehen geblieben? Nee. Genau, so sieht das aktuell aus in der Heatmap. Wir haben gestern genau über diese Zone hier gesprochen, 61.000. Ich habe ja auf dem Thumbnail stehen gehabt, zweite Korrekturwelle, und dann kamen auch direkt die Kommentare, da, das Video ist jetzt schon wieder veraltet, weil wir steigen doch hier. Hier 65.000 US-Dollar, ja, ist doch vorbei. Und dann kam halt genau diese zweite Welle nochmal nach unten, genau in diese Zone rein. Meinung zu Dog with Hat, ja. Was soll man dazu sagen? Dass überhaupt knapp 700.000 US-Dollar geraced werden, dass man hier in Las Vegas auf diese Kuppel eine Werbung schalten kann. Ist schon heftig. Ist schon heftig. Aber ob das wirklich was bringt, wage ich zu bezweifeln. Aber performt gut das Ding, was soll man sagen? Glückwunsch an jeden, der da irgendwie eingestiegen ist. Aber der Zug ist aus meiner Sicht abgefahren. Also das, vielleicht nicht abgefahren, aber das Risiko ist viel zu hoch. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, okay, steigt er jetzt nicht ein und der macht morgen wieder 100% und ich bin schuld. Möglich ist alles, aber das Risiko ist viel zu hoch. Darf man in Deutschland einen Meme-Coin erstellen und Geld von Leuten einnehmen? Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich, gute Frage, habe ich mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Bin ich auch der falsche Ansprechpartner. Zonen sind oben schon massiv, oder? Ja, könnte schon so einen Short Squeeze hier oben geben, aber vielleicht werden auch in der Zwischenzeit ein paar Positionen geschlossen. Ob wir dann so einen Short Squeeze sehen, haben wir bei den letzten Malen auch nicht. Also die Zonen werden immer wieder erreicht, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ab diesen Zonen dann nochmal einen zusätzlichen Push sehen. Ist eher wie so ein Magnet zu verstehen. So, 3 Minuten noch. Dann geht's los. 3.100 Leute hier. Herzlich willkommen an alle. So, Moment. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten, nützlichsten Indikatoren? Also ich bin kein Fan davon, dass man 70 verschiedene Indikatoren nutzt. Ich arbeite sehr viel mit Liquidierungszonen. EMAs kann man vielleicht für Scalpen noch nutzen, habe ich ja auch ein Tutorial auf dem Kanal. Aber sonst nutze ich eigentlich außer Open Interest, Funding Rates, vielleicht ja, Order Flow oder so, CVD, sowas noch on top. Aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie jetzt Bollinger Bänder oder RSI und hast nicht gesehen noch. Halte ich nicht viel von. Aber jeder hat so seinen eigenen Stil, ne? Viele Wege führen nach Rom. Und das Interessante ist ja auch, dass viele verschiedene Methoden die gleichen Ergebnisse rauswerfen. Keine Elliott-Wellen. Ich persönlich nutze die nicht. Wir haben es auch bei Macrovision. Da könnt ihr auch gerne mal 2 Wochen kostenlos unten in der Videobeschreibung testen. Aber Elliott-Wellen sind für mich eher so für Spot-Käufe und Ausstiege, nicht fürs aktive Traden, meiner Meinung nach. Ja, nutze ich persönlich nicht. Aber ist auf jeden Fall interessant. So, suchen wir jetzt mal den Stream vom guten Jerome. Jerome Powell. Federal Reserve. Da ist das Ding. So, hier schauen wir uns das gleich an. Ist noch ein bisschen. Ihr hört auch was, ne? Also es ist jetzt noch sehr leise extra. Läuft gerade noch Musik. Da wird schon umgeschaltet. Dann kommen die Community-Shirts. Weiß ich nicht.
Musik ist auch aus. Der sollte jetzt gleich kommen, der gute Jerome. So, was meint ihr? Was macht der Kurs? Was macht der Kurs? So, ich versuche mal kurz wieder ein Fenster. Zack. Zack. Okay. Moment. Dann wir auch den Bitcoin-Kurs im Auge haben hier. So. So. Good afternoon. Da ist er. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. The economy has made considerable progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased substantially, while the labor market has remained strong. And that is very good news. But inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. We are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustainably strong labor market that benefits all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. GDP growth in the fourth quarter of last year came in at 3.2%. For 2023 as a whole, GDP expanded 3.1%, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have weighed on business fixed investment. In our summary of economic projections, committee participants generally expect GDP growth to slow from last year's pace, with a median projection of 2.1% this year and 2% over the next 2 years. Participants generally revised up their growth projections since December, reflecting the strength of incoming data, including data on labor supply. The labor market remains relatively tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 265,000 jobs per month. The unemployment rate has edged up but remains low at 3.9%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers, reflecting increases in participation among individuals aged 25 to 54 years and a continued strong pace of immigration. Nominal wage growth has been easing and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward pressure on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP is 4.0% at the end of this year and 4.1% at the end of next year. Inflation has eased notably over the past year, but remains above our longer-run goal of 2%. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.5% over the 12 months ending in February, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as from measures from financial markets. The median projection in the SEP for total PCE inflation falls to 2.4% this year, 2.2% next year, and 2% in 2026.
The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are coming into better balance. We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. The economic outlook is uncertain, however, and we remain highly attentive to inflation risks. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for longer, if appropriate. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we have seen on inflation and ultimately require even tighter policy to get inflation back to 2%. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The committee does not expect it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably down toward 2%. Of course, we're committed to both sides of our dual mandate, and an unexpected weakening in the labor market could also warrant a policy response. We will continue to make our decisions meeting by meeting. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of this year, 3.9% at the end of 2025, and 3.1% at the end of 2026, still above the median longer-term funds rate. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. Turning to our balance sheet, our securities holdings have declined by nearly $1.5 trillion since the committee began reducing our portfolio. At this meeting, we discussed issues related to slowing the pace of decline in our securities holdings. While we did not make any decisions today on this, the general sense of the committee is that it will be appropriate to slow the pace of runoff fairly soon, consistent with the plans we previously issued. The decision to slow the pace of runoff does not mean that our balance sheet will ultimately shrink by less than it would otherwise. Phil, bis jetzt noch nichts Überraschendes gesagt worden. That ultimate level more gradually. In particular, slowing the pace of runoff will help ensure a smooth transition, reducing the possibility that money markets experience stress and thereby facilitating the ongoing decline in our securities holdings, consistent with reaching the appropriate level of ample reserves. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping our longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and price stability over the long term. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. Also nichts Neues gesagt bis jetzt. Die Ansprache hätte man auch vom Dezember nehmen können. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, es gibt keine deutschen Untertitel, leider, Leute. Somewhat higher core inflation. They also show somewhat stronger growth. What should we infer from this notion that on average rates were kept the same this year, but inflation is higher and growth is higher? Does it mean
more tolerance for higher inflation and less of a willingness to slow the economy to achieve that target? Well, it doesn't mean that. What it means is that, you know, we've seen incoming, as I pointed out in my opening remarks, we did mark up our growth forecast, and so have many other forecasters. So the economy is performing well. And the inflation data came in a little bit higher as a separate matter, and I think that caused people to write up their inflation. But nonetheless, we continue to make good progress on bringing inflation down. And so. Just to follow up, when you say that you're willing to either maintain the rate for longer, what is the tolerance of the Federal Reserve for inflation coming in above its 2% target? So we're strongly committed to bringing inflation down to 2% over time. That is our goal, and we will achieve that goal. Markets believe we will achieve that goal, and they should believe that, because that's what will happen over time. But we stress over time, and so I think we're making projections that do show that happening, and we're committed to that outcome, and we will bring it about. Rachel. Hab's richtig gesagt. Hi, also, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking Antworten, our questions. Gleiche Aussagen. You and others have been saying that relief on housing inflation is coming, but it still hasn't shown up meaningfully in the CPI or the PCE. Does that challenge your assumption about when the shift will finally break through, since it hasn't at that point? So I think there's some confidence that the market rents, lower market rent increases that we're seeing will show up in measures of housing services inflation over time. There's a little bit of uncertainty about when that will happen, but there's real confidence that they will show up eventually over time. But again, uncertainty about the exact timing of that. And will you be able to get overall inflation down to target if housing doesn't break through quickly, and does that affect the timing for eventual cuts this year? We will get aggregate inflation down to 2% over time. We will. And I would assume that what we'll continue to see is we'll see goods prices coming into a new equilibrium where they're. Also, er ist sich schon sicher, dass die 2% erreicht werden. Meint ihr, die Fed schafft die 2% irgendwann wieder mal zu erreichen? As current market rents are suggesting will happen, and where non-housing services will move back down. Some combination of those three things, and it may be different from the combination we had before the pandemic, will be achieved and will bring inflation back down to 2% sustainably. Nick Timorosa of the Wall Street Journal. Chair Powell, during your congressional testimony this month, you said that your test for making the first change to interest rates does not require you to be terribly comfortable that inflation is at 2% because interest rates are well above neutral. At the same time, you said here after the last meeting that the first cut is highly consequential. Can you reconcile these views for me? If rates are well above neutral, why would the first cut be highly consequential? Is that because you anticipate one cut would be followed by one or two more along the lines of the recalibration you made in 2019, which itself was modeled on the mid-cycle adjustment of 1995? It's more, I would put it more in the context of what I said in my opening remarks, that the risks are really two-sided here. We're in a situation where, you know, if we ease too much or too soon, we could see inflation come back. And if we ease too late, we could do unnecessary harm to employment and, you know, people's working lives. And so, you know, we do see the risks as two-sided. So it is consequential. We want to be careful. And fortunately, with the economy growing, with the labor market strong, and with inflation coming down, we can approach that question carefully and let the data speak on that. That's really what Herr spricht es nochmal an, ne? Also, es ist ein Spagat. Wenn Sie zu früh die Zinsen senken, kann die Inflation nochmal anziehen. Wenn Sie es zu spät machen, könnten Sie der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt schaden. Und noch eine sehr gute Frage von Luca ist, was ist mit der Position von Powell? Wir haben ja dieses Jahr auch noch Wahlen, und wenn Trump gewinnt, dann wird Jerome Powell wahrscheinlich nicht mehr hier stehen und diese Pressekonferenzen halten. Das könnte auch nochmal spannend werden. Und natürlich wollen sie der Wirtschaft auch nicht schaden, die US-Notenbank und vor allem Jerome Powell nicht. Ich denke mal, er möchte schon noch ein bisschen länger US-Notenbankchef bleiben. The February number was high, higher than expectations, but we have it at currently well below 30 basis points core PCE, which is not terribly high. So it's not like the January number. But I take the two of them together, and I think they haven't really changed the overall story
which is that of inflation moving down gradually. S&P 500 wieder neues Allzeithoch hier. 2%. I don't think that story has changed. I also don't think that those readings added to anyone's confidence that we're moving closer to that point. But you know, we didn't. Last thing I'll say is we didn't excessively celebrate the good inflation readings we got in the last 7 months of last year. We didn't take too much signal out of that. What you heard us saying was that we needed to see more, that we could, you know, we wanted to be careful about that decision, and we're not going to overreact as well to these 2 months of data, nor are we going to ignore them. Yeah. Hi, yes, Chair SP Powell. 500 reagiert auf jeden Fall positiv auf die Rede, obwohl eigentlich nichts Neues gesagt wird. Timing, is there enough data between now and, say, May to be able to get the kind of confidence that you say that, you know, you still need is there enough data for you? Just give us a sense of your thinking there. Thank you. Yeah, so we make decisions meeting by meeting, and any decisions or about future meetings today. Those are going to depend on our ongoing assessment of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risk. So I really don't have anything for you on any specific meeting looking forward. But I mean, just a question of, I mean, is there even enough data for you to be able to? We'll take, you know, things can happen during an intermeeting period if you look back. Unexpected things. So I wouldn't want to dismiss anything. So I just would say that the committee wants to see more data that gives us higher confidence that inflation is moving down sustainably toward 2%. I also mentioned, and we don't see this in the data right now, but if there were a significant weakening in the data, particularly in the labor market, that could also be a reason. Ja, Dollar. Danke für den Hinweis. Der Dollar ist auch. There's nothing in the data pointing at that. But those are the things that we'll be looking at coming meetings. Das ist natürlich gut für Bitcoin. Wenn Dollar schwach ist, ist es gut für Bitcoin. Chris. Hier nochmal für euch der Zusammenhang. Chris Rieger, Dollar Index Bitcoin. Press, thank you. In the projections, there is an increase in the neutral rate, as you know, and higher rates, a quarter point higher rates projected in 2025, 2026. Can you speak about what might be behind that? Is there a real sense here that the economy has perhaps changed in some way that higher rates will be needed in the future? Thank you. So you're right. They're pretty modest changes, but you're right. There was an uptick in the longer run rate. And and also there's a 25 basis point increase in 25 and 26. In terms of are rates going to be higher in the longer run, if that's really your question, I don't think we know that. We think that rates were generally low during the pre-pandemic post-global financial crisis era for reasons that are mostly, you know, important, slow-moving, large things like demographics and productivity and that sort of thing, things that don't move quickly. But I don't think we know. I mean, my instinct would be that rates will not go back down to the very low levels that we saw where all around the world there were long-run rates that were at or below zero in some cases. I don't see rates going back down to that level, but I think there's tremendous uncertainty around that. Great. And just a quick follow on the projections, you also have 2.6% core inflation for the end of this year. It's already at, or you mentioned it being 2.8 in February. I mean, that doesn't sound like much disinflation at all. So are you still confident? Or the last press conference, you sounded pretty optimistic you would get more confidence to the end of this year. Is it right to say that this suggests you're not seeing a lot of disinflation this year compared to what we've seen 2023 and so forth? I think that higher year-end number reflects the data we've seen so far this year, because you're now in this year. So I think that say your last part of your question again. Well, just are you still optimistic that you'll get the confidence you need this year? I think if you look at the SEP, what it says is that it is still likely in most people's view that we will achieve that confidence and that there will be rate cuts. But that's really going to depend on the incoming data. It is.
The other thing is, in the second half of the year, you have some pretty low readings, so it might be harder to make progress as you move that 12-month window forward. Nonetheless, we're looking for data that confirm the kind of low readings that we had last year and give us a higher degree of confidence that what we saw was really inflation moving sustainably down to 2%. Ja, was ist meine Einschätzung? Also, wie schon eingangs erwähnt, keine großen Überraschungen waren erwartet, aber er sagt halt genau das Gleiche wie immer. Vom Meeting zu Meeting schauen, gucken, wie die Daten sich entwickeln, gucken, wie sich die Inflation sich entwickelt. Und ich habe es gerade auch schon im Chat gesehen, wir haben es ja auch schon vorher gesagt, als die Entscheidung kam und das Statement schon schriftlich rauskam, dass ja keine schlechte News eine gute News für den Markt ist. Und ihr seht es hier, ne, in weiß dargestellt, der S&P 500 performt top. Neues Allzeithoch hier. Auch Bitcoin kann jetzt hier nochmal steigen. Wenn wir, ja, jetzt sind wir dreimal hier hintereinander auf $64,850 gestiegen. Vielleicht hier ein Breakout nach oben könnte schon kommen. Wenn der S&P weitermacht. Kind of what you had last year, which is a bigger economy, where inflationary pressures are not increasing. In fact, they were decreasing. So you can have that if you have the continued supply side activity that we had last year with both with supply chains and also with growth in the size of the labor force. But so strong hiring in and of itself would not be a reason to hold off on rate cuts? No, not all by itself, no. I mean, you saw last year very strong hiring and inflation coming down quickly. We now have a better sense that a big part of that was supply side healing, particularly with growth in the labor force. So in and of itself, strong job growth is not a reason for us to be concerned about inflation. Neil. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. How do you assess the state of financial conditions right now? And in particular, do you view the kind of easing financial conditions since the fall as consistent and compatible with what you're trying to achieve on the inflation mandate? So we think there are many different financial conditions indicators, and you can kind of see different answers to that question. But ultimately, we do think that financial conditions are weighing on economic activity, and we think you see that in a great place to see it is in the labor market, where you've seen demand cooling off a little bit from the extremely high levels. And there, I would point to job openings, quits, surveys, the hiring rate. Things like that are really demand. Yeah. They're also supply side things. Gut für Bitcoin. I think those are demand 65,000 side. 65,000 haben wir jetzt wieder erreicht. You know, we saw that's been a question for a while. We did see Lass progress like on inflation program, last yeah. year. Lass gerne noch einen Daumen nach oben da. Significant progress. Falls ihr es noch nicht getan despite, habt. Despite you know financial conditions jetzt unterstützen. Sometimes being tighter, sometimes looser. Michael McGee with Bloomberg Radio and Television. Can you give us more color on how the committee is thinking about inflation dynamics now? What we've seen at the beginning of the year, are they more one-off increases that will fade, or is there more of a secular turn with goods prices rising again and service prices staying sticky? And also, housing prices have been sort of the Godot of this cycle in that you keep expecting them to go down and they don't. How does the committee see this playing out forward since you've raised your inflation forecasts? So I see the committee's looking at the 2 months of data and asking the same question you're asking and saying we're just going to have to see what the data show. As I mentioned, you can look at January, which is very high reading, and you can, and I think many people did see the possibility of seasonal adjustment problems there. But again, you got to be careful about dismissing the parts of the data that you don't like. So it's good that Bitcoin can jetzt mitziehen auf jeden Fall. Then February wasn't as high, but it was higher. So the question is, what are we going to see? You know, we tend to see a little bit stronger, this is in the data, a little bit stronger inflation in the first half of the year, a little bit less strong later in the year. We're going to let the data show. I don't think we really know whether this is a bump on the road or something more. We'll have to find out. In the meantime, the economy is strong, the labor market is strong, inflation has come way down, and that gives us the ability to approach this question carefully and feel more confident that inflation is moving down sustainably to 2%,
when we take that step to begin dialing back our restrictive policy. Well, you've talked about the desire to have confidence that inflation is continually moving down. Has the recent numbers we've gotten for inflation data dented that confidence at all? It certainly hasn't improved our confidence. It hasn't raised anyone's confidence. But I would say that the story is really essentially the same, and that is of inflation coming down gradually toward 2% on a sometimes bumpy path, as I mentioned. I think that's what you still see. We've got 9 months of 2.5% inflation now, and we've had 2 months of kind of bumpy inflation. We were saying that it's going to be a bumpy ride. We consistently said that. Now here are some bumps, and the question is, are they more than bumps? And we can't know that. That's why we are approaching this question carefully. It is very important for everyone that we serve that we do get inflation sustainably down. And I think the historical record, you know, it's every situation is different, but the historical record is that you need to approach that question carefully and try to get it right the first time and not have to come back and raise rates again, perhaps, if you cut inappropriately, prematurely. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox. Er hat gerade auch was Spannendes gesagt, ne? Also was heißt spannend, aber das darf man halt nicht vergessen, weil die Inflation ja letztes Jahr so stark gesunken ist, werden die Basiseffekte natürlich auch jetzt so ein bisschen entgegenwirken. Deswegen wird es auch schwieriger sein, dann auf die 2% zu kommen, weil man ja immer die letzten 12 Monate sich anschaut oder den Zeitpunkt vor 12 Monaten. Advances in deploying renewable energy technologies and delayed significant climate and economic benefits from these projects. So has higher interest rates caused that? Have they? Well, first of all, I respect our, you know, we in our system of government, it is Congress that has oversight responsibility over the Fed. We place a tremendous amount of importance on our engagements with Congress and always treat them with great respect. In this case, I would say those are, you know, our mandate is for maximum employment and price stability and the other things that we do. 65,500 knapp jetzt. That's what we're trying to accomplish. Sagen wir auf jeden Fall we're trying to do Momentum that in wieder. A way that sustains the strong growth we're seeing, the strong labor market we're seeing, but allows us to make further progress with inflation. That's how we can best serve the public and leave the other issues, which in many cases are incredibly important, such as those you mentioned, leave those to the people who have responsibility for those. There was another letter from 24 lawmakers saying that the higher rates are squeezing the working people. How do these letters affect what you guys are doing policy-wise? We receive these letters with respect, and we write careful responses and address concerns. We listen, again, because we're talking to the people who in our system of government have oversight over our activity. So that's but at the end of the day, we take that on board, but we have to make our judgments and we have to stick to our knitting, which is maximum employment, price stability, supervise and regulate the banks, work on the payment system, the things that we do. Thank you. Claire Jones, Financial Times. Thanks a lot for the opportunity to ask a question. As chair of the FOMC, would you want to see unanimity on the committee or something close to it, meaning no more than one dissent before you begin cutting rates? Thank you. We're very consensus-oriented organization, and we do try to achieve consensus and ideally unanimity. People do dissent. It's something that happens. Life goes on. And it's not a problem. We've always had dissents, you respect thoughtful dissents very much. It's like you may not agree with some arguments, but you really want to understand them. So you may read a book that takes a position that you have long opposed, just to understand that book. So I treat dissents with real respect as well. So Simon, one would be a fail. Simon Urbanovich with The Economist. Can you hear me? Yes. Okay, great. Obviously, inflation is some ways away from target. Unemployment, though, if you look at the projection for the full year, 4.0%. In February, we were already at 3.9%, so quite close to the median projection. Are you concerned at all that, notwithstanding the very strong jobs growth,
that, in fact, there may be some cracks appearing in the employment market. You talked about a significant deterioration in the labor market being a condition for easing rates. What would constitute that in your books? Thank you. So we, of course, monitor the, it's one of our two goal variables. We all monitor the labor market very, very carefully, and I don't see those cracks today. And we, you know, we follow all the possible stories that are out there about there being cracks. But the overall picture really is strong labor market, the extreme imbalances that we saw in the early parts of the pandemic recovery have mostly been resolved. You're seeing high job growth. You're seeing big increases in supply. You're seeing strong wage growth, but wage growth is gradually moderating down to more sustainable levels. In many, many respects, things are returning more to their state in 2019, which we can think of as normal for this purpose. That's job openings and quits, and surveys of workers and businesses are always interesting on this. You know, how tight is how easy is it to find a job? How easy it is to find a worker? Those surveys have both come down. So the labor market's in good shape. You do see things like the low hiring rate, and people have made the argument that if layoffs were to increase, that would mean that the net would be fairly quick increases in unemployment. So that's something we're watching, but we're not seeing it. Of course, initial claims are very, very low, and if anything, have tracked down a little bit. So watching it carefully, don't see it. And when I say something, I use the term unexpected weakening in the labor market. So, you know, we do expect the unemployment rate to, you know, the forecast is that it would move up, I think, closer to what we see as the longer run sustainable level. That's just people's forecast, individual forecasts. But we're talking about something that's unexpected. That's where I'll leave it, though. Steve. Yeah. Also keine großen Überraschungen. Kommen halt so ein paar interessante Fragen so für das Drumherum. Ist natürlich spannend. Also Sie sagen, 4% ist unsere Prognose für die Arbeitslosenquote. Er hat ja vorher auch schon gesagt, wenn die Arbeitslosenquote signifikant steigen sollte, wäre das ein Trigger für eine Zinssenkung. Und wir sind ja schon bei 3,9% aktuell gewesen, im Februar schon. Das könnte sozusagen der Trigger dann werden. Also Arbeitsmarktdaten weiterhin relevant natürlich für die US-Notenbank. Bitcoin jetzt hier hochgelaufen bis 65.500, aber wenn wir ein bisschen rausgehen, ich glaube, es reicht auch mit der PK, oder? Wollt ihr ihn noch weitersehen? Schreibt es mal gerne in den Chat. Weiter oder nicht MBS weiter? Right now, but there is in ich glaube, halbe Stunde jetzt noch. I don't want to give you a specific number because we haven't had an agreement or a decision, but that's the idea, that's what we're looking at. And in terms of the timing, I said fairly soon. I wouldn't want to try to be more specific than that, but you get the idea. The idea is, and this is in our longer plans. Bin ich auch dafür. Er wird jetzt auch nichts Spannendes mehr sagen. Jetzt interessant wird es natürlich jetzt. Wir sind ganz klein in dieser Abwärtsstruktur ja drin, seit dem Allzeithoch hier vom 14. März. Und jetzt wäre es halt wichtig, wenn wir diese, also wir sind ja immer tiefer werdende Tiefs, ganz klare Abwärtsstruktur. Bei jeder Aufwärtsbewegung kommen die Long-Positionen rein, sagen, ja gut, jetzt ist der Abwärtstrend vorbei, dein Video von gerade macht keinen Sinn mehr, du hast von der zweiten Korrekturwelle gesprochen und dann kam die halt auch. Und jetzt sind wir aber von hier unten schon, ja, von 61, ja, sind über 4.000 Dollar gestiegen. Jetzt wird es aber interessant, ich mache mal meine hässlichen Zeichnungen wieder weg, diese Hochs rauszunehmen, diese Struktur zu brechen, das wird jetzt wichtig sein. Also uns bringt es nicht, wenn wir jetzt nur bis hierhin kommen oder bis hierhin kommen und dann hier wieder ein tieferes Tief bilden, dann sind wir weiterhin in dieser Abwärtsstruktur. Was wir jetzt brauchen, ist natürlich positives Coinbase Premium, wir brauchen Kaufnachfrage, Spot-Kaufnachfrage natürlich in erster Linie. Was in erster Linie, oder ja, ich mache mal jetzt nochmal einen anderen Chart auf für die Future-Märkte. Bis Open Interest finde ich das immer so ein bisschen besser. Boah, wie viel ist denn dazugekommen jetzt? Also wir sind jetzt zwar jetzt hier gestiegen, ne, von dem Tief hier, ist aber jetzt nicht wirklich viel
Open Interest 700, 800 Millionen von dem, wo wir runtergegangen. Also es ist, ja. Wenn man sich das anschaut, wir sind jetzt hier fast auf diesem Niveau wie hier und wir hatten hier eine halbe Milliarde mehr an Open Interest. Also es kommt natürlich Open Interest dazu, weil jeder diese Position dann auch mitgehen möchte. Jetzt wird es halt wichtig, dass man hier diese Hochs rausnimmt. S&P 500 hier macht ein neues Allzeithoch nach dem anderen. Wir können hier auch nochmal rauszoomen. Ihr seht es nochmal dann. Oder wir gehen einmal kurz in den S&P 500 Chart hier rein. Hier sieht man es noch besser. Also neues Allzeithoch. Ne? Das ist der 4-Stunden-Chart. Das vorherige Allzeithoch lag knapp unter 5200 Punkten. Jetzt sind wir hier schon bei 5220 Punkten. Ja, dieser Chart sieht auch einfach nur heftig aus. Seit Oktober hier S&P 500 traditionelle Märkte. Nasdaq ist auch gut, aber nicht beim Allzeithoch. DAX auch kein Allzeithoch, knapp davor. Gold auch knapp vor einem Allzeithoch. Ähnlich wie Bitcoin reagiert hier, auch positiv drauf reagiert. Dow Jones meint ihr gerade auch schon, ne? Ja. Dow Jones genauso, neues Allzeithoch. Also an den traditionellen Märkten mit dem FOMC-Meeting neue Allzeithochs auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir wieder bei Bitcoin rein. Bin ich auf dem falschen Chart? Nee. Doch, hier, das ist der richtige. So. Ja. Also Jerome Powell wird jetzt hier nichts Spannendes mehr sagen, Leute. War auf jeden Fall eine gute Bewegung, ne? Also wann sind wir, bei wie viel sind wir hier gestartet in den Stream? 18.45 Uhr ist wo? Hier. Hier unten sind wir gestartet. Pipapo. Ja, $1,400. Wichtig wird es jetzt sein, dieses Momentum dann auch zu halten. Weil wenn wir jetzt diese Korrektur abgeschlossen hätten, dann wäre es sehr, sehr positiv. Wir hätten dieses Tief hier nicht rausgenommen. Wir hätten eine schöne Korrektur innerhalb eines Bullenmarkts in Höhe von knapp 20% gesehen, was völlig normal ist für einen Bullenmarkt. Erste Liquidierungszone hier bei $66,300 würde ich auf jeden Fall auf dem Schirm mal halten. Das ist hier knapp über diesem Hoch, hier um den Dreh. Und dann kann man natürlich dann auch mit Fib Retracement arbeiten. Aus dieser gesamten Bewegung, erster Bereich, 65.800, das ist genau dieses Hoch hier, was wir gestern gebildet haben. Dann 67.300 und dann hier, das wird dann spannend. Golden Pocket 68, falls wir da hochlaufen. Das wären so meine relevanten Bereiche, die ich jetzt auf dem Schirm haben würde. Ich werde aber jetzt nicht aktiv werden, Spotmärkte sowieso nicht. Schaut euch das Video von gestern an. Da habe ich euch nochmal ganz genau gezeigt, wie sehen meine Spotkäufe aus, Verkäufe aus der letzten Jahre, wie gehe ich vor, was sind da meine Strategien und vor allem auch mit den Future-Märkten, wie ich da aktuell vorgehe. Genau, absolut gesunde Bewegung, was wir jetzt hier gesehen haben. Wenn es noch weiter nach unten geht, dann wird es natürlich ein bisschen ekliger werden. Aber wäre auch kein Beinbruch, vor allem im Weekly-Chart, wenn man sich das ja dann anschaut. Gehen wir mal hier in den Coinbase-Chart beispielsweise. Wir sind weit entfernt von dem 21er EMA. Also es kann schon sein, dass wir hier noch weiter konsolidieren, keine neuen Allzeithochs bilden. Und der EMA läuft hier erstmal so ein bisschen weiter. Und dann korrigieren wir vielleicht hier nochmal auf den EMA von 21 im Weekly. Was wir auch in den vergangenen Bullenmärkten immer so gesehen haben. Aber Momentum ist auf jeden Fall jetzt erstmal da. Aber die Struktur ist halt noch nicht gebrochen. Deswegen nicht irgendwie euphorisch werden, irgendwie jetzt zu viel Risiko eingehen oder sowas. Genau. Ja, Leute. Ich würde sagen, das reicht dann auch für heute. Schaut auf jeden Fall gerne in das Video von gestern rein. Da habt ihr auch nochmal ein paar News. Ethereum ist, haben wir auch schon besprochen, absolut spannend aktuell mit dem Vorpreschen der SEC jetzt bezüglich der Wertpapiere oder bezüglich der Einstufung als Wertpapier von ETH. Da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen immer wieder neue Meldungen zu bekommen. Lasst zum Abschluss hier gerne nochmal einen Daumen nach oben da für den Kanal, für das Video, für den Livestream und vor allem auch ein Abo.
Falls ihr neu hier seid, dann verpasst ihr auch die nächsten Video-Updates nicht. Ich fasse wie immer für euch die aktuellen Geschehnisse so kompakt wie es geht. Also keine Updates, die irgendwie eine Stunde gehen oder so. Immer 10 bis 15 Minuten versuche ich das zusammenzufassen, was ich so über die letzten Stunden dann recherchiert habe, analysiert habe. Dann bleibt ihr mal auf dem aktuellen Stand. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video oder Livestream, je nachdem, was passiert, wieder. Vielen Dank für alle, die auch aktiv im Chat waren. Bleibt gesund. Euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.